Ja, hallo und herzlich willkommen zu Level 10 bei Shadow Warrior 9. Kein sehr guter Start hier. Oh Gott, ja. Da wurde ich jetzt etwas grob unterbrochen, ne? Also nochmal herzlich willkommen zurück zu Shadow Warrior Classic Redux Level 10. Und zwar Rider of the Lost Wang. Und es gibt in diesem Level ein Secret. Und da wollen wir mal gucken, ob wir das... ob wir das erreichen. Oh Gott. Ich bin echt angegriffen von allen Seiten, ne? So. Wir haben genug Munition für die Uzi. Da hast du. Auch ein Level, wo ich schon ewig nicht mehr drin war, ne? Also ich muss mich jetzt hier auch erstmal gemeinsam mit euch so ein bisschen orientieren. Ich denke mal, auch hier gibt es wieder... ja, hier oben, da haben wir doch schon wieder ein Waffenversteck. Mal schauen, wie wir da hinkommen. Okay. So. Die kommen hier echt schon wieder von allen Seiten. Bitte bleib liegen. Da war noch einer, ne? Ja. Ja, die Schwertmethode ist natürlich am effektivsten. Aber gleichzeitig auch echt schwierig. Oh, komm raus. So, für die Tür brauchen wir wieder den goldenen Schlüssel. Also Monstergeräusche kommen ja hier von allen Seiten, ja. Oh oh. Die Brauen, die sind nicht ohne. Aber das haben wir ja auch schon gesehen im vorangegangenen Level. Ah ja. So, das ist... ich habe keine Ahnung, was dieser Schalter jetzt hier bewirkt. Aber er bleibt auch drin, also ich kann ihn nicht nochmal betätigen.
So, wir haben jetzt zwei nette Springbrunnen. Da können wir nichts tun. Oh, oh. Ah, ja, richtig. Und hier ist auch der Goldschlüssel. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Richtig schön versteckt hier. Hätte ich das jetzt hier nicht durch Zufall gefunden, hätte das nachher wieder eine ewige Sucherei gegeben. So, wir haben den goldenen Schlüssel. Das ist schon mal positiv. Hier lief doch gerade irgendwas, oder war das ein Geisterschatten? Kawabunga. Ich werde mal die Uzi wieder nehmen. Lohnt sich für mich etwas mehr. Gut, so, dann schauen wir mal. Wir hatten, wo war die goldene Tür? Die war doch hier hinten irgendwo, oder? Genau. Ah, sind wir bereit? Das war so klar, ne? Das habe ich mir jetzt gedacht. Knappe Geschichte. Der hätte uns nämlich beinahe aufs Korn genommen. Komm, zeig dich nochmal. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Jetzt hat sich das Level hier einmal komplett verändert. Knapp. Ich sollte hier wirklich ein bisschen besser aufpassen. Nein! Komm. Der Anfang jetzt hier ohne Waffen ist natürlich richtig toll. Ich brauche unbedingt irgendeine Waffe. Wir haben ja gar nichts außer die Shuriken. Aber hier oben lag eine Uzi rum, ne? Ja. Komm, einmal weg. So. Das ist jetzt richtig beschissen gelaufen.
Komm, komm. Verdammt. Ach stimmt, die können ja Sticky Bombs werfen. Die hätte ich jetzt auch gerne. Was ist das? So, noch 36 Schuss. Oh. Ah. Okay, so. Dann nehmen wir mal gleich ein paar Sticky Bombs hier. Ist er tot? Es hat nur einmal geknallt. Oh komm, kannst doch nicht nachladen, wenn ein Gegner vor dir steht. So. Wir haben zwar nur 10 Schuss, aber besser als gar nichts. Und wir haben den goldenen Schlüssel. Seite war doch hier noch ein Secret gewesen, ne? Ja. Sehr schön. So. Wo war denn jetzt die Tür? Ach, hier. Ja, und das war natürlich auch wieder die jede Menge Gegnertür. Das war noch nicht alles. Da wette ich drauf. Okay, der ist gestorben.
keine Sticky Bombs mehr. Die Frage ist jetzt auch für mich, muss ich das hier zerstören? Wo kam der her? Ah, weg hier, weg hier, weg hier. Mann. Ich habe kein Medkit, ne? Hier liegt jetzt natürlich auch nichts mehr rum. Haben wir alles schon eingesammelt. Ganz große Klasse. Hier hinten vielleicht nochmal. Aber hier war auch alles weg. Ach, das ist doch... Das ist doch Mist. Ich habe keine Lust, jetzt hier schon wieder zu sterben. Tja. So, gut. Die Uzi, 154 Schuss. Das heißt noch 4 Schüsse und der lädt nach, ne? Nee, doch nicht. Er lädt bei den 100ern nach. So, der wäre erledigt. Aber die Gefahr ist noch nicht vorüber. Bronze Key wird hier benötigt. Und hier der Silver Key. Ich glaube, ich muss das nicht zerstören, nicht zwingend. Da ist ein Schlüssel. Oh. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Gut, also hier hat sich ja jetzt nicht wirklich was verändert. Das betrifft dann nur den Gang hier, ne? Aber hier... Eine Schutzweste kann man immer gebrauchen. So, Silberschlüssel. Die Silbertür hatten wir hier auch schon irgendwo gehabt. Da. Mann, hab ich gerade einen Schreck bekommen, ne? Something flooding or dinosaur taking peace. Was hat dieser Schalter jetzt bewirkt?
Das ist immer das Schlimme, das kann überall im Level sein. Da passiert doch noch irgendwo was. Aber hier hinten waren noch keine Türen mehr weiter, oder? Jetzt geht dieses Gesuche hier schon wieder los. Ich hab's bestimmt schon wieder irgendwo übersehen, wo hier was aufgegangen ist. Also hier drin ist ja nur der Schalter. So, den Schlüssel haben wir definitiv nicht. Und hier drin sehe ich nichts weiter. Da drüben ist noch irgendein roter Raum. Achso, ja, da komme ich. Ha, komme ich nicht rein. Ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, wo jetzt hier noch was sein soll. Okay. Wieder allerlei Schlüssel, ne? Bronze, Red Key, Bronze. Oh, ihr seid doch nicht ganz dicht. Okay, hier können wir nicht tauchen. Da hätte ich mich jetzt nachher echt gewundert, wenn ich hier stehe und getroffen werde, wo die Schüsse herkommen. So, wir haben den Bronzeschlüssel. Aber wir waren doch hier noch gar nicht fertig hier unten, oder? Okay, hier gibt es auch nichts weiter.
Gut, alles klar. Jetzt sind wir hier, richtig. So, jetzt brauchen wir den, den roten Schlüssel. Ach, wie schön. Ich hoffe, das war's. Das ist genauso ein Versteck. Wer soll denn darauf kommen, bitteschön? So, von hier sind wir gerade gekommen. Was ist jetzt hier? Okay. Damit haben wir den Red Key. Und können theoretisch zum Ziel. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das war. Ah ja. Ich hab es schon wieder gesehen hier. Mann. Sie hat eine Sticky Bomb geworfen. Okay. So. Jetzt kommt das Secret. Für alle, die es nicht wissen, das hier ist das reguläre Ziel. Kann man jetzt beenden, die Welt hier. Dann kommt man auch automatisch in Level, Level 11, ne? Aber, ihr seht, da oben ist noch so ein Kopf. Und, ja, es ist ein bisschen unscheinbar, aber man kann hier hochklettern. So, dann haben wir hier einen Schalter. Ich weiß jetzt nicht genau. Der hat. Irgendwas hat der gemacht. Es ist schon so lange her, ne? Auf jeden Fall kommen wir aber auch hier über den Wasserfall. So, nachdem wir den Schalter jetzt hier betätigt haben, müssen wir nochmal zurück. Ich musste jetzt tatsächlich auch erstmal nochmal schauen, wo das überhaupt gewesen ist, ja? Wir müssen durch diese Tür. Wir müssen wieder ganz zurück an den Anfang. So, dann hier lang. Und hier haben wir dieses komische Bild, ne? Ich habe echt nicht gewusst, wie ich da reinkommen soll. Ich musste tatsächlich jetzt nochmal eine Lösung lesen. Da ist ein Schalter, ja. Wenn wir den aktivieren, öffnet sich hier die Tür. Und dann haben wir hier das Secret Level. Das ist aber auch nur sichtbar, nachdem wir den Schalter da hinten oberhalb des normalen Ziels gedrückt haben. So. Gut, Raider of the Lost Wang completed. Und ja, ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns